Ja, liebe Kundinnen und Kunden, wir freuen uns, Sie auch in dieser Woche wieder zum Live-Open House der PH Immobiliengesellschaft hier auf Facebook begrüßen zu dürfen. Hinter der Kamera steht diese Woche mein Kollege Herr Tim Keune. Mein Name ist Noel Reuters und gemeinsam nehmen wir Sie mit in diese wunderschöne Büroetage hier in Bergisch Gladbach-Refrath. Diese Büroetage verfügt über 226 Quadratmeter Nutzfläche, das Ganze verteilt auf sechs Büros, einen schönen großzügigen Besprechungsraum, eine große Teeküche, eine WC-Anlage und einen voll ausgestatteten Serverraum. Zusätzlich haben wir in diesem Gebäude im Sutterer eine 346 Quadratmeter große Lagerfläche, ja, die zu unserer Fläche dazugehört, auch von hier aus erreichbar ist, ja, oder im Zweifelsfall auch separat voneinander angemietet werden kann. Die Fläche unten verfügt außerdem über eine separate Anlieferung mit einem elektrischen Tor und eine sehr schöne Zuwegung zur Hauptstraße. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ja, wir kommen hier vorne in diesen Bereich rein. Der Herr Keune hat es eben schon mal gefilmt, als er angefangen hat. Wir betreten dann über dieses Foyer hier unsere Bürofläche und haben dann hier ganz zentral unseren Besprechungsraum, beziehungsweise in dem Bereich auch noch den Serverraum. Und rundherum, ja, ordnen sich dann die Büros an. Da fangen wir jetzt auch mal mit dem ersten Büro hier vorne an. Da wirft der Kollege einmal einen Blick rein. Sie können am Zustand der Fläche schon sehen, dass sowohl diese Fläche als auch das Haus an sich immer gut instand gehalten wurde. Die Fläche hier oben wurde auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal vollständig modernisiert bzw. saniert. Das Haus an sich stammt aus dem Jahre 1988. Es handelt sich um ein Wohn- und Geschäftshaus. Ja, aber auch das, genauso wie der dazugehörige Hof, wurden immer sehr schön gepflegt und laufend instand gehalten. Dann haben wir jetzt hier schon unser zweites Büro. Und Sie können bei den Büros sehen, dass wir sehr schöne große Tageslichtfenster haben. An der Unterseite sind die Fenster sogar noch beklebt. Ja, da könnte man sogar noch mal ein bisschen mehr Tageslicht rausholen. Die Beleuchtung ist bereits in die Deckenverkleidung oben integriert und durch diese schönen Glaselemente, die wir hier überall haben, ja, in unseren Büros, kriegen wir noch mal, ja, ein sehr gutes Raumgefühl und noch mal mehr Tageslicht ab. Dann sind wir jetzt hier auch schon in unserem dritten Büro angekommen. Die Büros sind alle jeweils mit Teppichfußboden ausgestattet. Wie Sie sehen können, momentan auch noch teilweise möbliert. Da kann man auch gerne einmal drüber sprechen, ob da noch Sachen übernommen werden sollen von dem Vormieter. Und im Flurbereich haben wir einen hochwertigen Vinylfußboden. Genau. So, dann haben wir hier Büro Nummer 4. In dem Fall jetzt hier ein, ja, Einzelbüro. Vielleicht kann man da auch zu zweit Platz finden, je nachdem, wie man möchte. Dieser Seite haben wir vor unseren Fenstern auch noch eine Außenmarkise, die sich hoch und runter fahren lässt. Da wir jetzt leider heute nicht so schönes Wetter haben, ist die natürlich nach oben gefahren. Ja, und im Hintergrund sehen Sie die ganze Zeit unseren Besprechungsraum. Da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein, ja, der sich ja hier zentral auf unserer Etage befindet. Dann sind wir auch schon an Büro Nummer 5 angelangt. Wie Sie sehen können, in Sachen Ausstattung tun die sich nicht viel, die Büros. Kommen wir jetzt zu Büro Nummer 6, das größte Büro und auch unser Chefbüro. Ja, hier sogar auch wieder Fenster zu zwei Seiten. Wir befinden uns hier, wie eingangs erwähnt, in Bergisch Gladbach-Refrath. Genauer gesagt in einer sehr schönen, ruhigen Lage in zweiter Baureihe. Tatsächlich aber mit einer direkten Anbindung an die hiesige Hauptstraße, die Frankenforster Straße. Ja, das ist einmal für Sie und Ihre Kunden gut, um zu unserem Büro zu gelangen. Auf der anderen Seite ist aber darüber auch eine, ja, sehr komfortable Zulieferung möglich für die Lagerfläche unten. Ja, und auch mit einem größeren LKW können Sie bequem über unsere Zuwegung auf den Hof gelangen und haben auch hier genug Platz,
um unsere Halle unten zu beliefern, beziehungsweise unsere Lagerfläche. Wir sind darüber hinaus natürlich auch sehr gut angebunden. Ja, über die eben erwähnte Frankenforster Straße sind Sie also in wenigen Fahrminuten 500 Meter die Straße runter, direkt am Autobahnzubringer der Autobahn 4, ja, wo Sie in Richtung Köln beispielsweise direkt auffahren können. Es befindet sich eine Bushaltestelle rund 200 Meter von unserer Bürofläche entfernt. Und auch die Bahnstation Bergisch-Gladbach-Refrath ist nur wenige Gehminuten von hier entfernt. Zusätzlich befinden sich im Umkreis auch alle möglichen Geschäfte des täglichen Bedarfs und Bürobedarfs. Ja, das heißt, in Ihrer Mittagspause brauchen Sie nicht weit zu laufen, um sich hier in der Umgebung zu versorgen. Auf dieser Seite hier haben wir nochmal einen Zugang zu unserem Treppenhaus. Wir sind eben durch die Hinterseite des Gebäudes reingekommen. Das wäre jetzt nach vorne die Vorderseite, das Treppenhaus, was auch die Wohnungen hier drüber zugänglich macht. Das ist jetzt aber von unserer Konstellation hier der Hintereingang und ist im normalen alltäglichen Gebrauch kaum in Benutzung. So, dann haben wir hier einmal zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten den Besprechungsraum. Ja, wie Sie sehen können, bietet der Platz für einen großen Besprechungstisch momentan mit 7 Plätzen. Potenziell könnte man allerdings auch noch einige weitere Plätze schaffen. Ja, es ist ganz schön hier angeordnet mit diesen Glaselementen. Ja, man hat also rundherum den Überblick, kann sich natürlich durch Beklebung, wie das jetzt hier der Fall ist, auch behelfen, dass man nicht direkt auf dem Präsentierteller sitzt. Momentan ist jetzt hier ein Fernseher untergebracht für Videokonferenzen oder Präsentationen hier in dem Rahmen. Das alles läuft in unserem Serverraum zusammen, der sich hier hinter diesem Raum befindet. Und wie es sein muss, direkt vor unserem Besprechungsraum die Teeküche. Von hier aus wird man dann von den netten Kollegen mit Kaffee und Kuchen versorgt während einer Besprechung. Wir haben hier eine Einbauküche bereits verbaut, die man auch so übernehmen könnte. Es ist noch Platz für einen kleinen Tisch, sodass man sich auch während der Pausenzeit hier aufhalten kann. Es befindet sich eine Spülmaschine in der Küche, einiges an Staufläche sowie ein großer Kühlschrank mit Gefriermöglichkeit. Ja, auch hier ganz wichtig, dass wir ein Tageslichtfenster haben. Das heißt, Sie sitzen also hier bei bestem Licht in der Pause. In der ganzen Fläche haben wir Fußbodenheizung. Ja, die Räume lassen sich einzeln temperieren und auch unten die Lagerfläche ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Zu Ihrer Rechten würden Sie dann jetzt den Serverraum sehen. Den zeigen wir heute mal nicht. Aufgrund des Umzugs hier der Firma ist da jetzt noch einiges los in dem Serverraum. Der ist allerdings mit einem Serverschrank bereits ausgestattet und bietet darüber hinaus auch genug Platz, um einen Kopierer, Aktenschränke und alles, was man im Büro am Tag nicht sehen möchte, dort unterzubringen. Zu guter Letzt haben wir dann auf Ihrer linken Seite jetzt einmal die WC-Anlage, wie sich gehört, getrennt nach Männlein und Weiblein. Der Kollege geht einmal in eine der beiden Toiletten rein. Das ist jetzt beispielhaft einmal die Herrentoilette mit einem Steh-WC ausgestattet und einem normalen WC in der Kabine. Dieser Bereich hier vorne vor unseren WCs wurde bisher als Garderobe genutzt. Hier sind also momentan Schränke untergebracht, wo die Jacke abgelegt werden kann, die Tasche deponiert werden kann, wie man möchte. So, und dann sind wir einmal auf unserer Rundreise wieder im Eingangsbereich angelangt, wo wir anfangs gestartet haben. Ja, und haben dann hier wieder den altbekannten Eingang von eben. Die Lagerfläche im Sutterer, die ich eben erwähnt habe, zeigen wir Ihnen heute in diesem Rahmen nicht. Er wird gerade noch zusammengepackt im Rahmen des Umzugs. Dementsprechend ist da auch einiges los unten. Ja, das können Sie sich aber gerne natürlich mit uns auch einmal live anschauen, beziehungsweise in unserem virtuellen Rundgang. Und damit sind wir auch wieder am Ende unseres dieswöchigen Live-Open House hier auf Facebook angekommen. Ich fasse gerade nochmal zusammen. Wir haben uns heute eine 226 Quadratmeter große Büroetage angeschaut in Bergisch Gladbach-Refrath.
Diese 226 Quadratmeter verteilen sich auf 6 Büros, einen üppigen Besprechungsraum, eine großzügige Teeküche, die WC-Anlage sowie einen bereits ausgestatteten Serverraum. Das Ganze befindet sich in einem gepflegten Wohn- und Geschäftshaus und hier unten drunter gibt es noch eine 346 Quadratmeter große Lagerfläche, die zur Verfügung steht. Selbstverständlich haben wir rund um das Gebäude auf unserem privaten Hof hier auch Stellplätze zur Verfügung. Da können also in ausreichender Zahl Stellplätze angemietet werden, je nachdem, ob Sie beides zusammen nutzen wollen oder ob Lagerfläche und Büro getrennt voneinander vermietet werden. Ja, und damit bedanken wir uns wieder herzlich für Ihr Einschalten an diesem Sonntagmittag. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder einschalten. Und wenn diese Immobilie Interesse geweckt hat, dann kontaktieren Sie uns gerne. Das geht über unsere Homepage unter www.pri24.de oder natürlich gerne auch telefonisch unter der 0241 400 870. Wir freuen uns auf Sie. Schönen Sonntag.